Hallo, ich bin Andreas Kohlen von Elektra Air Systems und heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Gerät von Elektra an Ihre Netzversorgung anschließen können. Wir weisen darauf hin, dass das nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden darf. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein passender Steckschlüssel, ein Imbus und ein Kreuzschraubenzieher. Im Klemmkasten befindet sich ein Tütchen mit den passenden Verschaltelementen. Zuerst öffnen wir die vier Schrauben am Klemmkasten. Nun können Sie das Tütchen entnehmen. In dem Tütchen befinden sich drei Brücken, sechs Muttern und sechs Unterlegscheiben, die Sie für Ihre Verschaltung brauchen. Bitte kontrollieren Sie zuerst den Sitz am Klemmbrett. Um Beschädigung zu vermeiden, achten Sie bitte auf die Drehmomente, die unten eingeblendet werden. Bevor Sie nun die Brücken setzen, vergleichen Sie bitte Ihre Netzspannung mit den Angaben am Leistungsschild, das Sie hier finden. Standardmäßig werden unsere Wicklungen bis 3,6 kW mit der Spannung 230 bzw. 400 Volt im Dreieck bzw. Sternverschaltung ausgeführt. Ab 4,0 kW in 400 Volt Dreieckverschaltung. Sonderausführungen können hiervon abweichen. In jedem Fall finden Sie die Informationen zur richtigen Schaltungsart auf dem Leistungsschild Ihres Gerätes. Heute zeige ich Ihnen zuerst die Dreieckschaltung. Setzen Sie die Brücken parallel zueinander. Also vom Anschluss W2 auf U1, von U2 auf V1 und von V2 auf W1. Jetzt können Sie die Anschlüsse W2, U2, V2 mit drei Muttern fixieren. Die andere Seite, also U1, V1, W1, wird ans Netz angeschlossen. Führen Sie das Anschlusskabel durch die Kabelverschraubung am Klemmkasten und schließen Sie die Erdungsleitung ordnungsgemäß an. Zuerst kommt auf jeden Anschluss eine Scheibe. Dann wird der Kabelschuh des Kabelendes auf die Scheibe gelegt. Für ein Rechtsdrehfeld schließen Sie L1 an U1, L2 an V1 und L3 an W1 an. Nun legen Sie die zweite Scheibe oben drauf. Das Kabelende befindet sich jetzt also zwischen zwei Scheiben. Als letztes schrauben wir auch hier noch eine Mutter drauf, um die Kabelenden zwischen den Scheiben einzuklemmen. Um nichts zu beschädigen, sollten Sie dabei unbedingt auf das Anzugsmoment achten. Nun ist Ihr Gerät mit der Netzversorgung verbunden und Sie können den Klemmkasten schließen. Nun zeige ich Ihnen noch die Sternverschaltung. Bei dieser Verschaltart werden die Brücken nicht parallel, sondern übereinander verschaltet. Und das sieht dann so aus. Als erstes setzen wir die drei Brücken bei den Anschlüssen W2, U2, V2. Dabei ist wichtig, dass Sie die Brücken nicht direkt übereinander setzen, sondern versetzt. Wenn Sie die erste Brücke bei W2 und U2 setzen, muss die zweite also auf U2, V2 und die dritte wieder bei W2, U2 gesetzt werden. Fixiert werden die Brücken dann anschließend mit drei Muttern. Führen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Kabelverschraubung am Klemmkasten und schließen Sie die Erdungsleitung ordnungsgemäß an. Nun wird jeweils eine Scheibe auf U1, V1 und W1 gelegt. Auf die Scheiben werden die Kabelschuhe der Kabelenden gelegt. Für ein Rechtsdrehfeld schließen Sie L1 an U1, L2 an V1 und L3 an W1 an. Nun legen Sie die zweite Scheibe oben drauf. Das Kabel ist also zwischen zwei Scheiben eingeklemmt. Um die Kabel zu fixieren, wird am Schluss jeweils noch eine Mutter aufgeschraubt und festgezogen. Um nichts zu beschädigen, sollten Sie dabei unbedingt auf das Anzugsmoment achten. Jetzt nur noch den Klemmkasten schließen. Nun ist Ihr Gerät einsatzbereit. Ein letzter Hinweis noch. Die Drehrichtung Ihres Gerätes sollte unbedingt mit dem Pfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, tauschen Sie L1 und L3. Weitere Tutorials finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.